Licht ist etwas Faszinierendes. Wir lieben es, wenn es hell ist. Wir lieben es, wenn nach einer dunklen Nacht so die ersten Sonnenstrahlen kommen, wenn die Ankündigung des Morgens kommt und wenn diese lange dunkle Nacht zu Ende ist. Wenn der neue Tag kommt und Licht kommt. Wir empfinden das als wohltuend. Finsternis hatte schon immer für den Menschen etwas Bedrohliches, etwas, wo er unsicher war. Finsternis war schon immer etwas, was der Mensch als unangenehm empfunden hat, wo er unsicher ist. Selbst ein kleines Streichholz kann Finsternis marginal erleuchten und wir haben schon durch diese kleine Flamme, durch dieses kleine Licht den Eindruck, die Finsternis wird nicht festgehalten, sondern es kommt Licht. Der Psalm 91 spricht von dem Schrecken der Nacht. Und ganz am Anfang der Bibel, da lesen wir schon von dem Licht, dass Gott das Licht gerufen und geschaffen hat. Da lesen wir: Finsternis war über der Tiefe und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Gott selbst setzte eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Und so ist es in unserem geistlichen Leben auch. Es gibt eine Trennung zwischen Licht und Finsternis. Wenn wir für Anliegen beten, wenn wir für Situationen beten, dann beten wir, dass Licht in die Dinge kommt. Dass Licht in die Bedrängnisse, in die unsicheren, undeutlichen und verwaschenen Dinge kommt. Denn nur was im Licht ist, kann angesehen werden, kann richtig wahrgenommen werden und kann bekämpft werden. Nur was im Licht ist, kann neu blühen, kann neu aufwachsen, kann neu gestärkt werden. Und das, was im Finstern ist, muss zurückweichen. Finsternis ist nicht das, was Gott gesetzt hat für uns in unserem geistlichen Leben, sondern wir sollen im Licht wandeln, weil Gott selbst sagt, ich bin Licht. Ihr sollt Licht sein. Und so beten wir oft in den Situationen, in denen wir sind, wo Bedrängnisse sind, die sich wirklich anfühlen wie Finsternis, dass Gottes Licht kommt. Dass er kommt und dieses Diffuse, diesen Nebel, diese Finsternis auflöst und dass sein göttliches Licht auf die Dinge scheint, die so komisch und so unbegreiflich sind. Und das, was wir immer wieder erfahren, ist, Gottes Licht verändert die Dinge. Sein Licht scheint in die Dinge und verändert sie. Wenn du heute in einer Situation bist, wo du sagst, das ist so komisch, das ist so diffus, das ist so dunkel, das ist Finsternis, ich empfinde eine geistliche Finsternis, dann steh auf und proklamiere, dass das Licht Gottes kommt. Dass er gesagt hat, es werde Licht und er schied die Finsternis vom Licht. Licht soll in deine Situation kommen. Licht soll in diese Situation kommen, wo du sagst, das ist irgendwie ganz seltsam. Und ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Und ich weiß nicht, wie ich beten soll. Bete, dass Licht Gottes kommt. Bete, dass das Licht Gottes auf diese Situation scheint. Dass Licht und Finsternis getrennt werden. Und dass es zu einem erleuchteten, hellen Zustand kommt. Wo wieder Wachstum ist. Wo Neues kommt. Wo Gott etwas Neues in deinem Leben schafft. Gott hat mehr für dich.